Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie besuchen das Mercedes-Benz-Museum und bekommen einige Informationen zu Beginn der Führung. Dazu müssten Sie ins Werk nach Untertürkheim fahren. Guten Tag, meine Damen und Herren und liebe Kinder. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart begrüßen. Sie haben sich für eine Automobilführung entschieden. Was Sie hier leider nicht sehen werden, dazu müssten Sie ins Werk nach Untertürkheim fahren, ist die Produktion der Autos. Ebenso wird die Endmontage der Autos nicht hier, sondern in Bremen, Sindelfingen und Rastatt ausgeführt. Vor Ihrem Rundgang, auf dem Sie Ihr Audioguide begleiten wird, möchte ich einleitend noch ein paar Worte sagen. Wie Sie sicher wissen, begründeten Gottlieb Daimler und Karl Benz im Jahr 1886 mit der Marke mit dem Stern das neue Automobilzeitalter. Das Museum, in dem wir uns hier befinden, wurde 2006 eröffnet und kostete mit seiner einzigartigen Architektur rund 150 Millionen Euro. Übrigens können Sie auf der speziellen Architektur- und Kunstführung jeden Freitag um 16 Uhr mehr über das Bauwerk erfahren. Hier haben Sie die Gelegenheit, 120 Jahre Automobilgeschichte zu erleben. Das Mercedes-Benz-Museum ist das einzige auf der Welt, das die Geschichte der Automobilindustrie so lückenlos darstellt. Insgesamt sind 160 Wagen ausgestellt. Sie sehen aber auch zahlreiche technische Neuheiten und bekommen Informationen zur Geschichte der Firma. Der chronologische Rundgang beginnt also im Jahr 1886 und führt Sie bis in die Gegenwart. Dazu fahren Sie mit dem Lift auf die Ebene 9. Auf dem Weg nach oben sehen Sie im Aufzug Schwarz-Weiß-Bilder, die auf die gegenüberliegenden Wände projiziert werden. Dadurch werden Sie immer weiter zurück in die Vergangenheit geführt. Oben angekommen sehen Sie fünf thematisch gestaltete Kollektionen oder besuchen nach Belieben sieben Mythosräume, die jeweils für eine Zeitepoche stehen. Beide Rundgänge führen Sie zum Ausgangspunkt zurück. Sollten Sie sich nach Ihrem Rundgang erfrischen wollen, so können Sie bis 18 Uhr unsere Kaffeebar auf Ebene 1 besuchen. Dort werden Kaffeespezialitäten, Snacks und Köstliches vom Konditor angeboten. Wenn Sie größeren Hunger bekommen haben, ist das Restaurant bis 19 Uhr geöffnet und erwartet Sie mit einer Reihe von Spezialitäten. Die warme Küche schließt allerdings schon um 18.30 Uhr. Zum Einkaufen empfehle ich Ihnen dann noch unseren Museumsshop, ebenfalls geöffnet bis 18 Uhr. So, nun soll es aber losgehen. Ich verteile jetzt die Audioguides und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Wenn Sie größeren Hunger bekommen haben, ist das Restaurant bis 19 Uhr geöffnet und erwartet Sie mit einer Reihe von Spezialitäten. Die warme Küche schließt allerdings schon um 18.30 Uhr. Zum Einkaufen empfehle ich Ihnen dann noch unseren Museumsshop, ebenfalls geöffnet bis 18 Uhr. So, nun soll es